ihr Lieben, ich habe euch auf Snapchat aufgefordert, mir Fragen zu schicken und die werde ich heute mal beantworten. Und übrigens, wenn ihr mir noch nicht auf Snapchat folgt, solltet ihr das schleunigst tun, denn Leute, ich liebe Snapchat und Snapchat ist cool. Und dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Hi, wenn du nur noch eine Serie oder ein Buch bis zum Ende deines Lebens gucken bzw. lesen dürftest, welche bzw. welches wäre es? Und du hast gesagt, dass du dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse bist. Weißt du schon, wo man dich da treffen kann oder wann du da bist? Okay, liebe Grüße an dich und danke für deine Fragen. Buchmesse, genau, ich werde auf der Frankfurter Buchmesse sein und zwar Freitag, Samstag, Sonntag. Und da werde ich mit ziemlich coolen Leuten unterwegs sein und ich denke, wir machen auch irgendwie so ein kleines Treffen wahrscheinlich, weil es bietet sich ja an und es sind ja echt viele Leute von euch auf der Buchmesse. Das heißt, wenn ihr auf der Buchmesse seid, kommentiert mal. Und wenn es ein Treffen gibt, dann werde ich das wahrscheinlich auf Twitter und Snapchat posten, vielleicht auch auf Instagram. Ja, also wenn ihr mir da folgt, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Und zu deiner ersten Frage, also zur Serie, wäre es glaube ich One Tree Hill. Und bei den Büchern wäre es entweder Harry Potter, ich glaube der Halbblutprinz, den finde ich glaube ich am coolsten. Und, oder beziehungsweise oder Clockwork Princess von Cassandra Clare. Da kann ich mich nicht so richtig entscheiden, aber eigentlich schon eher Harry Potter, glaube ich. Hi Marem, ich will fragen, wie lange du schon deine Hunde hast? Hallo Sarah, erstmal liebe Grüße an dich. Ich verlinke auch ihren Kanal in der Infobox. Schaut unbedingt mal vorbei. Meine Hunde habe ich jetzt schon seit ganz vielen Jahren. Also ich hatte ganz, ganz früher als kleines Kind, so in der ersten Klasse oder so, hatte ich auch schon mal einen Hund, aber dem ging es dann nicht so gut. Den mussten wir dann leider einschläfern lassen. Und dann später, ich glaube, wie alt war ich denn da? 2003. Seit 2003 habe ich eigentlich meine Hunde. Also wir hatten vier, jetzt haben wir leider nur noch zwei. Aber unseren ersten haben wir 2003 geholt. Ja. Liebe Maren, entscheide dich. Pizza oder Nudeln? Und je nachdem, für was du dich entscheidest, was für Nudeln und was für eine Pizza. Und ich habe sogar noch eine Frage. Wann wirst du dir Fantastic Beasts ansehen? Wirst du ihn überhaupt ansehen? Wie oft wirst du ihn sehen? Wo wirst du ihn sehen? Mit wem wirst du ihn sehen? Erzähl mal. Liebe Grüße auch an dich, Mona. Ich verlinke ihren Kanal auch in der Infobox. Da müsst ihr auch mal vorbeischauen, denn die ist auch richtig cool. Also Pizza oder Nudeln, da wäre es eindeutig Pizza. Und da wäre es, glaube ich, entweder Pizza Margherita, ganz langweilig, aber mit extra Hähnchenbrust und extra Käse. Oder Pizza Thunfisch, aber ohne Zwiebeln. Ich hasse Zwiebeln. Und ja, oh mein Gott, ich werde mir Fantastic Beasts anschauen, auf alle Fälle. Ich glaube sogar an dem Donnerstag, an dem er dann rauskommt, nehme ich mal an, oder am Freitag spätestens. Und mit wem, weiß ich noch nicht, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich denke, es gibt einige Leute, die den anschauen wollen. Und entweder jemand aus meiner Crew oder mehrere aus meiner Crew oder mit Freunden aus der Uni. Auf jeden Fall werde ich ihn mir anschauen und zwar sobald wie möglich. In welcher Serienwelt würdest du gerne leben? Also in irgendeiner erfundenen Stadt, wo die Serie spielt oder so und dann auch mit den Charakteren befreundet sein, die dort leben? Okay, das ist eigentlich auch ziemlich, ziemlich klar bei mir und zwar ist es Gilmore Girls, weil ich weiß nicht, ich würde so gerne in Stars Hollow leben, weil die Leute einfach so cool sind. Ich finde es einfach so harmonisch bei denen und da passieren jetzt auch nicht so Morde oder sowas, wie zum Beispiel bei One Tree Hill oder Teen Wolf oder so. Deswegen wäre es auf jeden Fall Gilmore Girls. Ich wollte fragen, wie es dazu gekommen ist, dass du YouTuberin geworden bist. Okay, also die Frage um YouTube wurde mir schon öfters gestellt, also nicht nur jetzt in diesem Snapchat Q&A, sondern allgemein. Bei mir ist es so, dass ich zuerst einen Blog hatte, da habe ich so auch so über Beauty, Fashion, Lifestyle und so weiter geschrieben. Aber irgendwann hatte ich dann auch mal Kommentare, wo es hieß, ja, dreh doch mal ein Video, mach mal ein Video mit deinen Monatsfavoriten oder irgendwie sowas. Und dachte ich mir so, hä, ein Video? Was? Und ich weiß auch nicht, dann hat noch eine Freundin zu mir gemeint, dass ich das doch mal probieren soll und so weiter. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und dann lief das eigentlich ganz cool und mir hat es voll Spaß gemacht. Und dann irgendwann habe ich dann nur noch YouTube gemacht und mein Blog wurde dann auch gehackt. Und ja, deswegen, so kam ich dann zu YouTube. Hi Maren. Meine Frage ist, was war als Kind deine absolute Lieblingsserie? Und ich hab dich lieb. Dankeschön, liebe Grüße an dich. Also meine Lieblingsserie als Kind, das ist sehr, sehr schwer, denn ich habe ungefähr Millionen von Serien angeschaut. Also natürlich ganz vorne natürlich Pokémon, Leute, Pokémon hier. Aber natürlich auch sowas wie Disneys große Pause und okay. Ich weiß es, ich weiß es. Meine absoluten Lieblingsserien als Kind waren einmal Lizzie McGuire, Raven Blick durch, glaube ich, hieß das. Und Sabrina total verhext. Leute, ich liebe diese Serien heute noch. Die sind einfach der Burner. Und schaut sie euch unbedingt mal an, wenn ihr auf so
Teenie-Serien steht. Das ist richtig cool. Ich liebe es so sehr. Und wenn ihr Lizzie McGuire und die ganzen Serien früher auch geschaut habt, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Also ich wollte fragen, ob du schon mit Crossing Lights angefangen hast. Das habe ich dir in dem YouNow-Stream ja letztens empfohlen. Und ich werde jetzt gleich die letzte Folge gucken. Also erstmal liebe Grüße an dich und richtig cool, dass du bei dem YouNow-Stream dabei warst. Und übrigens werde ich jetzt in nächster Zeit öfters mal auf YouNow streamen. Also folgt mir fleißig auf Snapchat und Twitter und so weiter, weil dann kündige ich das dort immer an. Mit Crossing Lines habe ich noch nicht begonnen, shame on me. Aber dafür habe ich American Horror Story angefangen. Ja, und das finde ich eigentlich ganz okay, eigentlich ganz cool. Und The Magicians habe ich auch angefangen. Das läuft ja irgendwie jeden Freitagabend auf 6, glaube ich. Und Leute, das ist richtig cool. Also ich habe natürlich erst 2 Folgen angeschaut, aber es ist richtig cool und es gefällt mir jetzt schon. Und Crossing Lines muss ich demnächst auch mal ausprobieren. Okay, also wenn ich einen Tag lang das Leben eines One-Trick-Charakters haben könnte, welchen Charakter ich nehmen würde? Okay, also erstens, diese One-Trick-Komplettbox. Ich bin sehr neidisch auf dich. Ich hab zwar auch alle Staffeln auf DVD, logischerweise, aber halt nur so einzeln und ich hätte so gern die Komplettbox, ey. Die ist richtig cool. Okay, also ich glaube, ich wäre am liebsten Brooke. Nein, ich... Okay, erst wollte ich Brooke sagen, weil ich liebe Brooke. Brooke ist so cool. Aber dann ist mir eingefallen, nein, ich möchte lieber Hayley sein, denn Hayley ist mit Nathan verheiratet und ich bin in Nathan verliebt. Leute, Nathan ist eigentlich ist er mein Mann. Also das müssen wir ganz ehrlich auf den Punkt bringen. Nathan ist mein Mann. Und deswegen, glaube ich, wäre ich am liebsten Hayley. Aber ja, Hayley ist natürlich auch cool, ne? Aber eigentlich hauptsächlich wegen Nathan. Hallo Maren, meine Frage ist... willst du dieses Jahr Vlogmas machen? Also erstmal liebe Grüße zurück. Ich habe in der Tat vor, dieses Jahr Vlogmas zu machen. Also das heißt, jeden Tag im Dezember bis Weihnachten vloggen. Wenn ihr meinen Vlog-Channel noch nicht abonniert habt, solltet ihr das mal schleunigst tun. In letzter Zeit kamen nicht so viele Vlogs. I'm sorry, es tut mir wirklich leid. Aber ich kam einfach nicht dazu und es war so ein bisschen stressig und so weiter. Deswegen nehmt mir das nicht übel. Aber es wird wieder losgehen. Und Vlogmas habe ich auch wirklich vor. Wen würdest du küssen, töten oder heiraten? Dean von Supernatural, Chess von Gilmore Girls oder Styles von Teen Wolf? Du bist ja süß, also da hast du dir wirklich ein paar ausgesucht. Da hättest du keine besseren treffen können, glaube ich. Also, Dean von Supernatural, Jess von Gilmore Girls und Styles von Teen Wolf. Küssen, töten, heiraten. Boah, das ist so schwer. Ich kann doch keinen töten. Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Das sind gerade die drei, die ich so mit am heißesten und besten und tollsten finde. Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Okay, okay, okay. Okay, also auf jeden Fall heiraten würde ich Styles. Das ist safe, glaube ich schon, ja. Weil Styles ist einfach Styles, ne? Dann Jess oder Dean. Ah, ich töte natürlich Dean, weil wir kennen Supernatural und wir wissen, dass man Tote auch leicht wieder auferwecken kann, auferstehen lassen kann, wie auch immer. Ich mache einfach einen Pakt mit dem Teufel, ganz einfach. Dann heirate ich, nein, stopp, dann küsse ich Jess und töte ich Dean und Dean kommt einfach dann wieder von den Toten zurück und dann habe ich einfach 3 Ehemänner. Ja, das, so mache ich's. Maren? Wann gehen wir mal wieder shooten? Okay, hallo Selina erstmal. Das ist eine Freundin von mir und die macht wirklich die allerschönsten Fotos der ganzen weiten Welt, glaubt mir. Wir waren auch schon öfters mal so shooten und wirklich ohne Spaß, Leute. Ich verlinke mal ihre Facebook-Seite unten in der Infobox. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei und liked mal die Seite, denn Leute, ich kenne wirklich niemanden, der so schöne Fotos macht. Also ich bin jedes Mal begeistert und... Ich weiß nicht, wann sollen wir denn wieder gehen? Ich habe Zeit, ne? Ich studiere ja nur Germanistik, da muss man ja nicht so viel machen. Schreibt mir am besten mal und dann machen wir das demnächst mal. Ich konnte leider nicht alle Fragen beantworten. Es tut mir wirklich leid, ich hatte immer so ein mega schlechtes Gewissen, aber es waren einfach so viele Fragen und es tut mir leid. Aber ich denke, ich mache sowas öfters mal. Das heißt, ihr solltet mir auf jeden Fall bei Snapchat folgen. Und Twitter natürlich auch, ne? Das ist ja auch eine tolle Sache. Wenn ihr neu hier seid, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonniert oder dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mehr solcher Snapchat-Q&As sehen wollt. Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter und so weiter und so fort findet ihr alles in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!